Vladibird und SSS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Das ist die Kack-Map, ne? Auf Zaros Lieblingsmap, ich wollte es gerade sagen. Mama, ich will doch endlich mal Zerg werden. Das Spiel will nicht, dass ich Zerg werde. Warum sind hier diese Farben so falsch? Mein Gott! Ich habe mich jetzt bei GL Alf dreimal verschrieben. Eigene Farbe, Orange. Orange, verbündet, gelb, Gegner, rot, neutral, so. Wer war das, der gefordert hat, du sollst mal andere Farben nehmen? Zack. Das funktioniert überhaupt nicht. Gut. Okay. Warum? Er hat die Farben nicht geändert, obwohl ich da jetzt ewig rumgestellt habe. Dann sind wir halt jetzt rot und auf der Minimap grün. Das. Warum nicht? Muss dann mal nach der Folge nochmal gucken, woran das liegt. Das sind die besten Voraussetzungen. Dann nimmst du immer gelb. Ja, das kann ich durch auch einstellen. So wärst du gelb. Aber dann bin ich grün und ich mag es nicht, grün zu sein. Grün ist zwar toll, wenn Breda Bremen spielt, aber das entspannt mich zu sehr, wenn ich das hier sehe. Wenn Werder Bremen spielen? Das entspannt mich meistens leider nicht. Irgendwo früher in einem Proby rum, aber also ich werde, glaube ich, nicht gecamrushed, wenn ich das hier richtig sehe. Nein. Nicht meine Echse klauen. Moment, doch. Das ist meine Echse. Ja, vorhin war das noch meine. Das sind wir auch anders gespawnt. Da wollte er mir schon wieder einfach meine Echse klauen hier. Da hat er recht. Ja, vorhin war das meine. Uns fehlen Mineralien. Das wäre ja was geworden hier. Das wäre ja ein Schelm, der Böses denkt, ne? Ja, ja. Sonst kann ich wieder Worker bauen. So, ich nicht, weil ich brauche gerade einen Oil Command, da kann man keine Worker bauen. Was machen wir denn jetzt? Ein Oil Command? Ich rush mal, glaube ich, auf zwei Dropships und dann droppe ich. Es gibt keine Dropships in StarCraft 2. Ja, aber die stärkeren Dropships, die noch parallel heilen können. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. So. Können wir jetzt auch schon wieder sagen. Zack. Alles klar. Ja, StarCraft 2 Soundtrack und so. Oh nein. Oh, der Cannon rusht, aber doch irgendwie so halb. Das Tolle ist, dass mein Reaper jetzt genau auf der anderen Seite der Map ist. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich habe zwar einen Reaper, aber der ist leider aktuell ein bisschen ausgelastet gewesen. Ich laufe so schnell ich kann. Oh, der ist leider auch stark. Oh, es ist ein Proxy Reaper. Also wir brauchen dringend Hilfe. Erweiterung fertig. Ach Gott, das ist deiner! Ja, nicht meinen angreifen. Der spielt Mars Reaper, ne? Ja. Wo ist mein Adept hin? Ein bisschen doof. Der läuft noch durch meine Base. Fahr ruhig zu dir jetzt, oder? Nee. Ja, ich glaube. Ja, doch, die kommen ja gleich zu dir, ne? Das ist möglich. Aber das war jetzt wirklich Mars Reaper, was er gespielt hat. Und der andere hat eine Forge. Also der wollte Cannon Rushen, hat das dann aber scheinbar nicht gemacht. Oder er Cannon Rushed an komischen Orten. Also er. Ich weiß halt auch nicht, was jetzt genau Sache ist, ne? Ja, bleib du bitte bei dir ein bisschen. Ich muss bei dir noch gucken, was du machst. Ich kann schon irgendwie hier defenden. Den Mothership Core kannst du auch zurücknehmen. Ich bin hier noch im Push-Verteidigungsmodus. Haben wir erstmal verteidigt. So, er ist noch da, immer noch. Der kommt jetzt zu dir. Wenn du da natürlich Vorgang und Overcharge setzen könntest, wäre geil gegen den. Mach mal. Sollten wir meine Adepten erhöhen? So, alles tot, da kommen wir schon ein War Prisma. Bei dir kommt jetzt ein War Prisma. In der Natural. Was spielen die denn hier aggressiv? Könnten die Tees werden? Ja. Bei mir auch. Ne, bei mir sind die Reaper wieder. Du musst dich um Detection bei dir kümmern, ne?
Und wenn du siehst, dass du irgendwo angegriffen wirst, sag Bescheid. Dann kann ich nochmal scannen. Ich werde hier unten. Aber ich habe auch nicht unendlich Scans. Also am besten gehst du jetzt direkt auf eine Robo. Ah, ich hab schon. Was spielen die denn heute alle für die Scheiße? Das Warp Prism kommt zu dir, glaube ich. Ja. Gut. So, aber du bist ganz gut, glaube ich, durchgekommen. Ich habe ein bisschen Schaden genommen, leider. Hey, danke, danke für das Tourette hier. Bitte, bitte. Oh, du hattest schon eine Cannon da, aber ist egal. Besser als nichts. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Aber das heißt, die waren auch One Base. Also zumindest der Protoss, wobei er inzwischen eine Base haben könnte. Oh, bin ich gleich Supply blocked? Geil, und ich habe gerade gemult. Halt nicht mal die Ingwer-Fähigkeit. Ja, das ist immer die alte Terraner-Krankheit, ne? Ich nehme mal die Drille, wenn das okay ist. Ja, da bin ich leider noch weit von entfernt. Dafür habe ich jetzt auch kein Geld mehr. Jetzt schon keine Versorgung mehr? Hier ist noch ein DT. Ich habe gerade keinen Scan natürlich. Wo ist der? Hier vor meinen Reapern. Irgendwo wichtig wenn oder? Wenn du hier scannst, nee, du hast nichts, ne? Ja, ich habe noch Server. Ja. Wäre natürlich schön, wenn wir den bekommen hätten. Bei dir? Ja, ja. Bin hier schön out of position gelockt. Ja, da gut, guck mal. Warum macht ihr nichts? Macht doch was. Wir haben kein Gas mehr. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Ja, komm, ein Observer gehen. So, also wenn du eine vernünftige Armee auf die Beine stellen kannst, und das sieht ja so aus, klapp mal die weiteren Gateways noch aus und nimm die Adepten dazu, dann sollten wir gleich einfach pushen, sobald meine ersten Medivacs durch sind. Ich vielleicht, Stim habe ich sogar, ja. Ich hab dann sollten das wirklich gleich machen. Und, ja, das ist, dann sollten wir wirklich pushen, weil der hat nur Reaper gehabt. Vieles mehr habe ich halt. Also eigentlich fast nichts. So, ich bereite mal eine Transition auf Storm vor, auf alle Fälle. Ja, lass mal pushen jetzt. Aber der wird mich wahrscheinlich jetzt quasi in Base Trade zwingen, nehme ich mal an. Wo ist denn hier der Aufgang? Da. Da stehen sie übrigens, nicht da blöd reinrennen. Oh Gott! Das können wir, aber du solltest mal eben versuchen, ein bisschen vor den Overcharge zu. Shade dich mal hoch. Hochshaden. Und Committe auch. Funktioniert irgendwie nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Ja, das Schlimme ist, dass ich halt hinten so viel verliere, ne? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Okay. Ich weiß nicht, was gehört dir noch? Nicht so viel, ne? So, die Reaper, glaube ich, sind erstmal abgeholt worden. Und auch tot. Dafür reicht die Energie nicht.
Ach, das haben wir auch noch nicht gehabt. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist nicht so gut gelaufen, wie ich das mir das vorgestellt hätte. Ja, Gorix, man könnte fast meinen, das war nicht gut. Ja, ich bin halt auch überhaupt nicht im Spiel, weil meine Eco-Line hinten wieder und wieder und wieder rausgenommen wird, ne? Soll ich irgendwas? Soll ich, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich gegen machen soll. Hab ich nicht. Oh, zieh die Worker da weg. Liberator. Und nicht neue Worker dahin schicken. Da musst du aber was gegen tun. Der steht aber in einer ziemlich behinderten Posi. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jetzt steht er gar nicht mehr. Ja, bin auch ein bisschen besser gegangen, aber ich fürchte, wir haben nicht mehr so viel Chance in diesem Spiel. Ganz klar. Ich habe nämlich so gut wie gar nichts. Warum bin ich Supply Block? Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Forschung abgeschlossen. Hast du einen Observer eben? Ja, mehrere. Schick den mal bitte zu meiner dritten. Schnell bitte, schnell. Ich kann nicht schneller fahren, als ich fahren kann. Oh, das ist so teuer. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr. Fliegen, also. Weg! Ja. Jetzt ist auch endlich der Observer da. Ja, tut mir leid, ich kann nicht. Bau hier eine Cannon, bau bitte hier eine Cannon, sonst ist da gleich alles tot. Fällt das alles nicht, was hier passiert? Ja, es ist auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es gelaufen. Zumal wir nicht mehr wissen, was unser Gegner macht irgendwie. Aber ich kann auch nicht jetzt hier in Scans investieren, weil sonst kommt gleich die Tees und dann ist alles tot. Lass das mal hier. Aber never give up, Nergorix. Jetzt bin ich Supply Block. Der Supply Block, der killt mich aber in jedem Spiel. Wir brauchen mehr. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Komm, werd fertig. Hier brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. So. Mineralien. Ich habe halt immer noch nur 45 Worker, ne? Aber ich habe auch, glaube ich, schon extrem viele verloren. Das stimmt. Ich brauche langsam wieder eine Echse, um ehrlich zu scheinen. Die da rechts ist aber meine. Ja, ja. Ich weiß ja, dass die dir gehören. Also ich würde mich ja nie trauen, dir eine Echse wegzunehmen. Ja, ja. Das sagen wir alle. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Aber ich will ja nur sagen, dass ich auch mal wieder langsam eine Echse brauche. Oh, ist das viel, was die haben. Du hast Storm, naja, immerhin. Marine. Theoretisch machbar, aber schwierig. Ja, wenn ich halt ein bisschen Armee hätte, aber meine Armee ist halt lächerlich. Und die werden halt auch mehr Echsen haben als wir. Ich bin quasi gemaxed. Ja, dann müssen wir eigentlich gleich pushen. So blöd es auch ist. Auch wenn es bei mir natürlich noch ein bisschen dauert, bis ich gemaxed werde. Wir brauchen mehr Mineralien. Brauchst du Gas? Ich hab dir gerade 500 Gas gegeben. Ach so, deshalb. Ja, ich bin Terraner, ich brauch kein Gas. Ja, Mineralien kannst du mir geben, aber Gas kannst du mir nicht, brauchst du mir nicht geben. Ohne mehr wir brauchen mehr Mineralien. Nicht, wenn ich Bio spiele. Dafür reicht die Energie. So, jetzt bin ich gemaxed, aber komplett.
Dann nimm mal alles, was ich im Moment habe. Das ist gut. Kann ich wenigstens Upgrades vernünftig machen. Unten! Ja. Gut, der Mothership Core, den solltest du wahrscheinlich dann, wenn wir so weit entfernt stehen, immer irgendwo dahin stellen. Geh du mal hin, ich bleib mal hier stehen, ja, falls ja. Hier wieder. Das ist gut. Aber leider verlierst du den Nexus. Ist nicht so. Wenn die High Templar noch kämen, wäre es gut, wenn du feedbacken würdest. Aber die sind ein bisschen so lahmarschig. Aber das ist eigentlich prinzipiell kein Problem, ich baue dann einfach nach. Oh, so einer bist du. Das stimmt. So, mach du mal vorne die Ramp dicht und immer hin die Ramp dicht. Also ich würde eigentlich ganz gerne mal pushen jetzt, zumindest auf irgendwelche Echsen. Ach komm, dann nehme ich das Schild-Upgrade auch noch. Lass mal auf irgendwelche Echsen von denen pushen. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Die T ist unten. Wo? Oh. Du musst pingen, wenn du das willst. Achso. Das sind keine DTs, das ist eine normale Armee. Okay. Ja, das sind Projektile. Bleib du da stehen und overcharge da am besten, ich komme von oben. Also viel ist das aber nicht. Hast du Blink? Nee. Doch, nee. Blink habe ich nicht. Das wäre aber gut gewesen, alles aber es war jetzt zu spät. Lass mal hier hin, wo ich jetzt bin. Okay, ich komme einfach von der kurzen Seite. Die kommen von unten irgendwo, Achtung. Der läuft ja gerade Marini durch. Ja, die sieht schon sich aber jetzt auf, das sollten wir zurück. Hier sind deine Jobs wieder, die gehen jetzt gleich in die Main. Hast du da irgendwas? Nur mal ein Turret, ne? Ah, sehr gut. Noch den anderen Overtouch. Und wenn du kannst, warpen, aber du bist wahrscheinlich gemaxed, ne? Ich bin gemaxed. Deshalb maxt man übrigens nicht als Protoss. Okay, danke, dass du mir die Informationen dann gibst, wenn sie nicht mehr nötig ist. Also jetzt nicht Hold Position machen, Zarok, das ist ganz blöd. Wir müssen jetzt zur Mitte. Die kommen da oben, glaube ich. Nee. So, jetzt geh du mal nach... Wenn wir den verlieren, ist nicht schlimm. Der ist sowieso leer. Ja, aber wir müssen jetzt mal push Mitte. Ich laufe so schnell ich kann. Mehr kann ich nicht. Wir klumpen hier ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oh, Storm. Storm. Storme. Warum stormst du nicht? Weil meine Templer nicht nach vorne kommen. Ja, du hättest doch vielleicht einmal ein bisschen weiter nach hinten stormen können. Jetzt ist alles von mir tot. Wenn du ein bisschen früher gestormt hättest, wäre vielleicht... Ja, wäre auch nichts gegangen, sagen wir mal ehrlich. Du machst gut Schaden. Wenn du die Tanks da rausnehmen könntest, dann könnten wir den Fight tatsächlich vielleicht sogar noch irgendwie wundersamerweise gewinnen. Das sieht fast so aus, als könnten wir das. Auch wenn jetzt die Reinforcements natürlich stark sind. Ich habe halt nichts, ne? Auch echt nur Production übrigens. Du bist jetzt kurz auf dich alleine gestellt. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen Production zwischen euch bauen sollen. Ich bin gesandwiched jetzt vorbei. Warum nicht? Ja. Mein Income ist halt jetzt auch vorbei, ne? Ja, warte, ich kann dir gleich. Oder schick mir eine Anfrage. Ich kann dir ein bisschen was geben hier. Zack. Der will wieder bauen! Nee, der hat nur hier auf Move Command das noch. So, okay. Also zum Mine. So, wie viel Supply hast du noch? Wahrscheinlich nichts, ne? Hast du überhaupt kein Mining mehr? Nee, ich nehme ja gerade auch eine neue und so. Ja, die hier am besten, ne? Und natürlich deine, die du... Hier unten sind keine Worker, da kannst du Worker hinfinden. Oh, ja, das war ein Fehler. Aber ich will jetzt schon mal wieder hier feststellen, dass ich gut gekämpft habe da oben. Ja, schade, dass wir jetzt keine Zeit... Nicht, was machst du da?
Nicht mit in der Liste. Lass uns mal hier über die Seite gehen. Gucken, ob hier eine Base steht und so. Hier steht eigentlich keine. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Ja, vom Prinzip her hat er auch nicht wenig verloren. Jetzt mal so. Ja, aber sie haben halt mehr zum Nachmarkern. Ist da oben was? Ich komme. Mit allem, was ich habe. Nicht. Da sind Tanks jetzt. Oh. Also bei mir ist jetzt halt makrotechnisch ganz gut gerade. Mir ging es in diesem Spiel schon deutlich schlechter, muss ich zugeben. Auch wenn natürlich so langsam, aber sicher die Ressourcen sich leeren. Jetzt muss ich zugeben, habe ich nicht mehr so viel. Kommt ein Drop. Lass mir die weg. Er darf den Nexus eigentlich nicht kriegen. Schön, der Rix. Ja gut. Er kommt dann nicht mehr weg. Machen wir, kein Problem. Easy. Lass mal da in die Mitte gehen. Oh, jetzt hat er sich natürlich gerade aufgestellt. Und die Tanks stehen nicht rein, ne? Ja, ist nur einer gerade, aber... Ich komm mit, ich komm mit. Kriegen wir, kriegen wir. Das, was da steht, da kriegen wir. Drop kommt zu dir. Das ist schlecht, weil ich habe hinten gar nichts. Da steht irgendwas im Weg. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber das ist eine Planetary. Tanks sind tot. Ist korrekt. Oh, hier stehen ganz viele Worker. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Dafür reicht die Energie nicht. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Protoss warpt hinten irgendwas bei dir? Ja, kann ich nicht ändern. Hier sind die Tees. Wo denn? Ah, ich habe keinen Scan. Aber da war noch ein Observer. Ah, dein Observer hat uns gerettet. Meinst du vorne in der Dingens oder hinten? Nein, hinten. Den einen, den ich bei deiner Base stehen gelassen habe. Ja. Der hat uns wirklich echt viel gerettet. Sonst hätte ich... Den habe ich ohne Witz jetzt, den habe ich mit Absicht dahingestellt. Hier sind noch die Tees übrigens. Aber ich habe gerade keinen Scan. Der hat hier gerade... Macht ja, die Tees. Das habe ich doch gerade gesagt. Hast du einen Scan? Nein, wie ich gerade gesagt habe. Jetzt habe ich einen Scan drauf. Warum lädst du denn ein, wenn ich den Scan habe? Oh. Weil du das immer zum falschen Zeitpunkt sagst. Nein, du reagierst einfach immer nur zu spät. Will ich so nicht sagen. Doch. Wir müssen jetzt übrigens das Game finishen. Und wir brauchen Detection. Du brauchst mehr Observer. Nimm mal so lange den du hinten hast, mit nach vorne. Oder haben wir vorne in der Armee einen? Weil wir brauchen dringend einen. Wir haben zwei vorne in der Armee. Wir können da gerade gut drauf pushen. Okay. Ich eile geschwind wie das Kind. Ich kann halt nicht schneller laufen gleich. Er sieht, ne? Zurück. Die sind nicht in die Siege-Tanks drin. Über den Liberator musst du dich kümmern. Ja, wir müssen halt drauf, wenn die Siege-Tanks an Siege sind. Ja, die pushen jetzt gleich auf deine Base, aber du meinst immer noch nicht von der, von daher. Jetzt sind die Tees. Wir versuchen gleich von mehreren Seiten zu kommen, Sarak. Noch nicht drauf, was machst du denn? Ja, ich dachte, wir versuchen zu kommen. Ja, aber erst, wenn ich meine Einheiten ausgeladen habe. Oh, das war jetzt einfach nur dumm. Das stimmt. Das hätten wir so gut pushen können. Ich habe dir doch nur den Plan verraten. Das heißt auch nicht, ja, dass wir den jetzt innerhalb von einer Sekunde umsetzen müssen. Jawohl, jetzt geht's los. Oh nö. Ja, das dürfte es dann gewesen sein, endgültig. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Nee. Oh nö, Mama. Ja, das war's. Nein. Warum hast du eigentlich überhaupt nichts mehr? Weil ich keine Mining mehr. Hattest du gar kein Mining mehr?
Warum denn nicht? Weil du eigentlich auch keins mehr haben dürftest. Doch, ich Long Distance meine doch schon die ganze Zeit. Besser als gar nichts. Die kommen da so. Wo ist denn mit Mothership Core eigentlich hin? Warum ist der tot? Wahrscheinlich, weil du nicht nachgebaut hast. Oh, das ist sehr ärgerlich. Vor allem, dass es Kolosse sind, macht die Sache noch viel ärgerlicher. Dagegen kann ich überhaupt nichts anderes richten. Ja, lass jetzt einfach nur einmal, also lass dich jetzt noch einmal vorne drauf gehen, dann die, dann ist das vorbei. Wir haben uns lange gehalten. Ja, wir hätten es halt, glaube ich, noch reißen können da. Das war ein gut Game sogar. Ja, wenn du da nicht einfach alles dumm reingeschickt hättest. Aber gut, auch sowas passiert. Aber das war eigentlich unnötig. Wenn wir zusammengegriffen hätten, hätten wir das durch den Sandwich-Move vielleicht noch geschafft. Wir haben nämlich auch viel von denen rausgenommen, aber das Problem war halt einfach, dass ich am Anfang so viel Schaden genommen habe gegen die Reaper. Und die Tees haben mir, glaube ich, auch Schaden gemacht. Zumindest indirekt, weil ich halt viele Turrets bauen musste. Deshalb war im Midgame meine Armee so schwach. Aber im Endgame das war sie tatsächlich gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber ja, dann hattest du leider kein Income mehr. Passiert. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich war am Anfang gut und am Ende scheiße und bei dir war andersrum. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.